Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Ich bin euer Fierobo und wir befinden uns immer noch hier im Untergrund. Wir schauen mal eben auf die Karte. Es gab ein neues Ding, ja, ich weiß. Ach, ich darf mir ja nicht. Ach. Warum kann es hier nicht einfach irgendwie Ebenen geben, dass du dir alle Ebenen angucken kannst? Warum geht das nicht? Naja, egal, wir gehen mal hier raus. Dann ich würde gerne mir den anderen Weg da angucken noch. Oh, direkt böse Battle-Musik hier. Wo sind eigentlich meine Jungs? Oh, da sind meine Jungs. Schön, wieder Krabbelfischer. Wir ignorieren die einfach mal. Denn das ist mein Ziel. Ah, es geht ja wirklich. Nice. Ich will ja gerne wissen, was hier unten ist. Da ist auf jeden Fall schon mal irgendwas. Am Hausen. Vorsicht, sicher immer mal. Teamling für das Teil, alles klar. Na gut, was soll's. Hallo, ein kleiner Ruckler. So. Und finale Attacke. Batsch, batsch. Kommt dort irgendwie nicht zugeschlagen, aber gut. Zack. Hallo. Zack, zack. Was schießt du? Ah, ich bin unter der Basis. Ah. Achso, hier bin ich jetzt. Hab ich jetzt eine Art Abkürzung freigeschalten. Kann man das so sagen? Hier sind wir ja damals rausgekommen, ne? Dann ist hier. Doch, bestimmt ja. Da ist unser. Eines Ziel, okay. Sind wir jetzt hier unten? Gut zu wissen. Habe ich nicht hier sogar letztes Mal die Folge beendet? Ich weiß schon gar nicht. Nee, ich bin noch da reingegangen, stimmt ja. Da sind noch ein paar Gegner, aber die können wir ignorieren. So, wir gucken auf die Karte. So, wir müssen irgendwo rein. Ich war hier. Achso, hier habe ich auch schon alles geguckt. Oh. Ich bin so gesehen schon fast fertig. Hier hatte ich noch nicht geguckt gehabt. Oh, siehst du? Hier war ich eigentlich hin. Bin ich jetzt mal hier durchgekommen? Ich weiß es nicht mehr. Die Häuser hier alles eingestürzt. Insomnia in Schutt und Asche. In die Flamme mit ihrer. Na, geht wieder nicht. Ach, ich hasse es, diesen Trick nicht anwenden zu können. Okay, wir brauchen mal eben ein bisschen Ausdauer. Wäre natürlich schön, wenn Noctis die auf irgendwie schneller regenerieren könnte. Hallo, Noctis regeneriert immer schneller die Ausdauer. Dass wir loslegen können. Weil wir werden. Ah, geht doch. Wir werden sie hier bestimmt brauchen. Ich hätte es schon lieber aus dem Kopf rausgeworfen werde. Wollen wir so eine Bescheid wissen? So, komm. Stirb du alles, Vieh. Zack. Der steckt fest oder was hier? Was war das denn für eine Attacke von ihm hier? Zack. So. Geht doch. Auf zum nächsten hier. Bam. Ja, die Kämpfe dauern ein bisschen zu lang, finde ich teilweise. Muss man mal sagen, aber. Was soll man machen, ne? Zack. Gott, schnittigt. Bam. Du musst den Turm auch. Hast du ein Elementarzeug bekommen? Okay. Hat der lebt noch? Lol. Ich hatte ihn tot. Oh. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Ich stehe einfach wieder auf. Glaub ich schon nicht. So, wir wollten uns hier noch umgucken. Mal eben. Hier noch was Interessantes finden. Da war auch noch die Niffenbasis, genau. Und ich wollte da wollen. Ich wollte das hier noch erkunden, okay. Schön, wir sind ja irgendwie in diesem Busdepot, na, oder was das ist. Ach, da war er ja, stimmt ja.
Da war er, ja. Da haben wir unsere... Wir sind 30 Level unter ihm, ne? Wollen wir uns gegen ihn behaupten? Wollen wir es versuchen gegen Omega? Komm. Schaden. Ich meine, Waffe kriegt ja nur Schaden oder was? Kriegt ihr überhaupt Schaden durch mich? Geht nicht, ne? Okay. Unverwundbar, okay, toll. Dann brauche ich eine andere Waffe. Noctis. Dann probieren wir mal einen Speer, würde ich sagen. Oh, ups. Nein, da habe ich mich verdrückt. Noctis, zack. Ein Speer wollte ich ausprobieren. Zack, zack, zack. Hat er sich gerade geheilt? Ah, ne. Brauche ich mir kritischen Zustand schon. Ignis? Ah, sie heilen besser. Okay. Ignis, nimm dir mal ein Elixier. So, ich brauche mal ein Elixier. Ich heile ihn mit der Lanze, ernsthaft? Da heile ich mich dadurch. Nein, ich heile ihn, scheinbar. Warum heile ich ihn jetzt? Das verstehe ich nicht. Das sind meine stärksten Dolche. Wir benutzen die einfach mal, auch wenn sie so also Shit-Dinger sind. Null Schaden. Hä? Oder muss ich eine spezielle Sache von ihm angreifen? Ich mache null Schaden an ihm. Ich das verstehen, warum ich an ihm keinen Schaden mache. Ich verstehe es gerade echt nicht. Was für Waffen soll ich denn gegen ihn kämpfen dann? Todesstrafe, oh. Nehmen mal. Okay. Ja, schön, dass du dich von mir heilst. Ich mache null Schaden an ihm. Oh, 33 Schaden mache ich an ihm. Ja. Okay, das hat keinen Zweck. Wir hauen ab. Jetzt bin ich auch noch verwirrt, lol. Naja, ich hau mal ab. Ne, danke. Kein Interesse an den Kämpfen mit dir. Null Interesse. Ich kann nicht keinen Schaden an ihm machen, das ist schon ein bisschen nervig. Ultima Klinge. Hier hatten wir das ein Schwert genommen gehabt, ne? Schwert des Vaters hätte ich das genommen gehabt. Pegetje durch. Kanagi. Leben geht hoch. Resistenzen gehen hoch. Oh. Moment, war doch auch hier ein, was ist das Schild? Schild der Gerechten, das war's, ne? Genau, das macht die Resistenz komplett. Aber das macht auch 20% sogar. Hui. Huiuiuiui, sagen wir mal dazu. Schwert des Vaters. Ja, komm, wir lassen das mal aus. Weil wegen Schaden und so. Na gut. Dann haben wir noch die Aufgabe, den hier. Gut, dass es einfach selber läuft. Jetzt läuft er nicht mehr selber. Komisch. Ah, komm hier. Meins. Zack. So. Oh, komm, ein Item.
Ein Stachelpanzer. Ich habe mich immer noch schon informiert wegen dem Dolchen, fällt mir gerade so auf. Sollte ich vielleicht machen. Ach, den, das Vieh zu besiegen. Boah, muss ich mal schauen. Muss ich echt mal googeln oder so. Irgendeinen Trick muss es da ja geben. Kann nicht sein, dass er echt nur so 33 Schaden dann an ihm machst oder so. Oh, der Trick hat schon wieder ein Schild geklappt. Ach man. So. Ist auch nochmal was hier. Guck mal. Hey, mit deiner Blitzenergie. Zack. Irgendwie ist es so, als wäre ich teilweise immer noch verwirrt. Prachtkäfer. Aha. Ach, die Dinger sind hier aus, ne? Oh lol. Zack. Zack. Einfach mal ein Team Link. Patch, 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 Patch. Und erledigt. Buja. Wenn nicht sogar noch besser. Was hat mir jetzt Schaden gemacht? So, jetzt können wir hier reingekommen. Achso, es ist ein Bug. Okay, toll. Es ist ein Bug, eigentlich komme ich in den Schrein. Alles klar. Danke, Spiel. Manchmal ist das Spiel sehr unfair. Ui, hoppa. Dann gehen wir hier halt lang. Dann können wir hier nochmal zu so einem Chef gehen. Müssen mit Joseph reden. Und dann können wir nicht weiter. Ja, cool, haben wir die Folge bis jetzt noch gar nichts erreicht. Ist doch cool. Best Gameplay ever, Kappa. Ja, ich wollte den großen Wolf mal ausprobieren. So, gegen euch nervige Viecher will ich nicht kämpfen. Oh ja, jetzt, wo ich hingeguckt habe, hat es natürlich geklappt. Alles klar. Muss also immer. Weil es nicht darüber klettern kannst, weißt du? Bei alles in der klettert er automatisch drüber, nur da nicht. Und dass diese Tür, die auffällt, die Niffen hier reinzukommen, finde ich auch ein bisschen komisch. Oder eher unlogisch, sagen wir es mal so. So, ein bisschen Eis für mich, dankeschön. So, und dir? Überall Flammen. Ich habe mich der Königsklefe angeschlossen, um für eine Welt zu kämpfen, in der die Kinder wieder lachen können. Aber so langsam verliere ich die Hoffnung. Ja. Hier zu kämpfen ist sowieso ein bisschen komisch, sag ich mal, ne? Weil, ihr habt ja keine Fähigkeiten mehr. Einkaufen, nein, brauchen wir nicht. Wir haben genug Kram, so, du bist doch Joseph. Lol, er ist hier. Die Kraft des Alters erhalten, ja, jetzt kann Noctis Aussehen verändern. Avatar weibliche Stillen. Oh, lol. Stimmt, das Aussehen des Avatars. Lol. Wimpern, Merkmal im Gesicht. Oh, Narben. Sind Gladio, Kappa. Wimpern. So. Gesichtsbemalung. Ja, ich habe ein Tattoo. Ich bin Graphic Lolita. Aha. Blume. Wo ist die Blume? Ich sehe keine Blume. Körperbemalung. Schön, dass da Bemalung steht. Malung ändern, alle anderen Körperbemalung. Warte. Was haben wir denn hier für eine Körperbemalung? Mann, haben wir männliche Beine.
Also es ist jetzt noch keine einzige Körperbemalung, die wir haben. Ja. Na. Na. Da hat er die eine gehabt. Okay. Reingekommen, wie lang die gezogen sind einfach. Als hätte das einer animiert, dann so acht. So, ah, nee, das ist ein bisschen zu kurz. Vor allem haben sie das alles Tattoos, die wir schon gesehen haben, so weißt du? Das finde ich ein bisschen Körperbau. Körperfülle. Brustgröße. Wow. Also. Können zwischen Flach- und Markkörbchen entscheiden. Na gut, das ist ein B-Körbchen. Wow. Ja, war die Charakterpaschung. Ich will. Ich kann da nicht raus, oder was? Ja, ich will. Ich will hier kein. Ich muss einen Charakter erstellen, oder was? Ich will keinen Charakter erstellen. Mann. Holy shit, Gesicht. Dann hast du das. Haare. Nehmen wir nun eine Freas Frisur. So besondere Kennzeichen, Augenbrauen. Die gehabt, Wimpern extra lang gehabt. Gesichtsmerkmal hat mir nicht, Gesichtsbemalung hat mir nichts, Körperbemalung nö. Haare, kann ich die Haarfarbe vielleicht ändern? Stimme, kann man nichts machen. Körperbau, da brauchen wir auf jeden Fall große Brüste, Kappa. Oberarmumfang. Entweder Lauch oder. Alles klar. Körperfülle. Oh, ganz schön dick geworden. Okay, Körperbrust kann man auch nicht ändern. Aha. Mal volle Muckis machen, aber wollen wir es nicht sehen. Kleidung, Oberteile. Oh. Dann müssen wir das nehmen, ne? Hose. Warum nicht nur so solche Hosen, frage ich mich. Schuhe nur die. Handschuhe, gibt's auch noch an hier. Zack, muss ja cool aussehen. Das ist was, aber alles nicht. Farben. Haut. Ich hätte gerne blaue Haut. Tapper. Lippen, Augenfarbe. Ich hätte eigentlich nur die Haarfarbe gerne etwas. Haarfarbe hatte Luna Freya, frage ich mich gerade. Irgendwie. Irgendwie. Frage ich mich das gerade echt, welche Haarfarbe hatte Luna Freya, weil irgendwie. Finde ich. Sieht man das nicht so ganz. Ich habe hier. Eine Farbe ausprobieren könnte. Machen wir so ein Blau. Machen wir ein bisschen dunkler. So. Oder so. Okay, so ein Blau. Ja, die Farbe. So. Highlights. Machen wir nicht. So, was kann so bleiben? Oberteil. Oh. Wenigstens wird jetzt auch die Farben mal geändert. Achso, wir können ja wirklich alle Farben ändern, lol. Was, wenn ich dem jetzt so einen richtig schönen Blauton geben will? Zack. Den als Kontrast und eine andere Farbe. Für ein Weiß wollen wir ja dunkel bleiben, ne? Die Farbe.
Welche Farbe verändert sich hier gerade? Ach, der Wohl. So, wir müssen golden haben, so. Zack. So, hier. Die Armdinger, die machen wir mal golden. So. Machen wir die Farbe. So, zack. Die machen wir mal weiß. Gibt's hier ein richtiges Weiß? Dann bleiben wir bei dem Weiß. So. Das Innenteil. Können wir wieder ein bisschen lila machen. Obwohl es einfach nur schwarz bleibt, gefühlt. Ja, die Farbe einfach mal. So. Können wir jetzt die Farbe ein bisschen anpassen vielleicht. Die Farbe ist so. Das T-Shirt darunter. Der ist auch wieder ein Blau. Machen wir so. Zack. Und die Schulterdinger. Na, die sehen in Schwarz ein bisschen aus. So, die Hose. Ich werde heute schon sein Blau machen. Was ist das richtige Blau? Nehmen wir das Blau einfach mal. Hä? Welche Farbe ist das? Ah, das ist die Gürtelschnalle. Hier so ein golden Untouch. Der Gürtel selber könnte man lila machen. Würde ja passen, ne? So, das hier. Ich sehe das einfach nicht. Dann bleibt es halt schwarz. Die Schuhe. Protzig, Kappa. Ne, machen wir nicht. Das sieht scheiße aus. Boah, die können wir, glaube ich, ein bisschen golden machen. Dann machen wir die golden. Die Rüben machen wir wieder lila. Zack. So, die Schnüre. Blauton. So einfach mal. Die Sohlen werden sneakerweiß. Ja, die können so schwarz bleiben. Handschuhe kann man noch ein bisschen verändern. So. Können wir die Farben nicht sehen? Wow. Okay, so, das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, Gesichtszüge. Ist okay, so, komm. Fertigstellen. Ja. Name eingeben. Wir nennen ihn einfach Fio. So, was machen wir jetzt damit? Ah, wir können jetzt mit unserem eigenen Charakter spielen oder was? Lol. Die Kraft des Art lässt Menschen glauben, dass die veränderte Person immer nur so ausgesehen hat. Daher halten sie sich wie immer. Wenn Noctis aufgeregt ist oder das Bewusstsein verliert, erlangt er möglicherweise sein Ursprungsaussehen wieder. Das Aussehen eines Charakters kann immer über das Hauptmenü geändert werden. Aha. Die Kraft des Art lässt dich auch spüren, wenn andere von verschiedenen Welten aus ihr erschöpfen. Aha. Die wird halt verbunden, der Schatz. Aha. Ja. Okay, das ist schon mal. Will ich nicht, kein Bock.
online. Ich würde gerne einfach mal. Darf ich jetzt wieder normal aussehen, bitte? Server Avanta. Aha. Einstellungen. Sind wir online? Online-Inhalte. Online-Funktion aus. Heute-Name. Okay. So. Darf ich mich jetzt wieder umfunktionieren? Hallo, wie kann ich mich denn jetzt wieder zu Noctis machen? Ich wäre gerne Noctis. Haben wir noch irgendwas? Muss ich Online-Funktion anhaben, damit ich mich wieder umziehen kann? 4. Stelle, ich bin ja 4. Warum gibt es jetzt eine Online-Funktion bei. Vor allem, ich kann hier immer nicht Details der Online-Inhalte. Ja, ich würde gerne mich umziehen können. Danke. Hier sehe ich wieder aus wie ein normaler Mensch. Hallo, ich würde gerne wieder wie Noctis aussehen. Wie kann ich wie Noctis aussehen, verdammte Scheiße? Okay, ich werde das klären, dann sehen wir uns nächsten Folge wieder als Noctis. Obwohl, der Charles an sich gefällt mir eigentlich. Aber wir sind halt nicht Noctis, ich will Noctis bleiben. Gut, also, haut rein. Ciao, ciao. Never be afraid to believe.